Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Stray. In der letzten Folge sind wir hier rumgelaufen und suchen uns einen Weg durch diese bis jetzt sehr leere Stadt. Und ja, schauen wir, wie es weitergeht. Denn wir müssen jetzt hier rein. Und da lang. Was ist das? Eine Sicherung. Brauche ich die noch? Nehmen Sie mal mit. Die Wohnung. Jetzt habe ich sie nicht mehr. Erstmal auf die Tische und alles rumschmeißen. Jetzt weiß ich ja, warum kannst du das so gerne machen? Oh. Bin sogar richtig hier. Hier können wir wieder kratzen. Würde mich nicht wundern, wenn du bei so und so viel Kratzgegenständen eine Trophäe kriegen würdest. So. Was steht da? Brauche Hilfe. Wie, du brauchst Hilfe? Lol. Dort ein Kumpel, brauche Hilfe. Körper für Download erforderlich. Körper erforderlich. Tür durchgehen, einschalten, Körper finden. Hm. Okay. Was gibt's hier? Also hier komme ich ja her. Die ist jetzt aufgegangen, die Tür. Was ist das? Ein Hebel. Da ist auf jeden Fall eine Sicherung. Und hier sind 4 Anschlüsse für eine Sicherung. Verstehe. Dann nehmen wir mal raus. Und ich steck's mal hier rein. Nee. Ey, ich kann es nicht mehr rausnehmen. Ach, ich muss die Sicherung jetzt überall finden. Ah. Jetzt verstehe ich. Eine habe ich oben auf dem Schrank gesehen. Die Katze ist nicht dumm. Auch wenn ich sie steuere. Und da ist die andere. Okay, dann rein damit. Ey! Rein. Was haben wir hier? Ist irgendwas. Oh, sorry. Was ist das? Das ist B12. Kann ich nichts mehr machen. Was mache ich damit jetzt? Ah. B12. Unser Gefährte.
Es hat funktioniert, ich bin frei, vielen Dank. Ich konnte den Kameras einfach nicht glauben, eine Katze in der Totenstadt. Ich kann mich nicht an meinen Namen erinnern. Es scheint, als ob mein Erinnerungsspeicher korrumpiert ist. Ich bin schon so lange im elektronischen Netzwerk gefangen. Schade, dass das Ding nicht deutsche Sprachausgabe hat. Auch die Roboter in der Stadt sprechen zwar, aber man muss lesen. Bisschen schade, aber naja, ist ihr erstes Spiel. Ich weiß, dass ich für einen Wissenschaftler gearbeitet habe, der hier gelebt hat. Im Moment kannst du mich B12 nennen. Das steht jedenfalls auf meinem Gehäuse drauf. Es ist gefährlich in der Totenstadt, aber du scheinst dich gut im Griff zu haben. Lass uns von hier verschwinden. Folge mir. Nicht allein, Trophäe. Auch die werden sogar angezeigt, die Trophäen. Okay. Dieser Schlüssel schließt die Tür auf. So viel weiß ich noch. Lass mich das für dich machen. Sehr gut. Die Batterie ist schon fast leer. Komm mal her. Den musst du dir noch umlegen. Okay. Es ist so schwer, es ist umgefallen. Bisschen schwer, Kätzchen, hä? Wie er da drin hockt, das sieht süß aus. Oh. Was ist das jetzt? Ja, das kennst du halt nicht, ne? Dieser Rucksack wurde für kleine Vierbeiner wie dich entworfen. Ist das unbequem für dich? Keine Sorge, du wirst dich daran gewöhnen. Ich habe den Schlüssel digitalisiert und im Rucksack verstaut. Drücke nach oben, um das Inventar zu öffnen. Haben wir da Inventar, okay. Erinnerung. Also mal einige. Untersuchen. Okay. Ganz einfach. Wenn dich ein Gegenstand mal neugierig macht, kannst du ihn mir zeigen, Gott. Oder auch anderen, falls wir welche treffen. Jetzt lass uns aus dieser Wohnung verschwinden. Mama. Ach, hier war der Schlüssel, okay. Gegenstand verwenden. Drücke nach links, um die Taschenlampe zu benutzen. Wow. Was hell. Also kann ich jetzt mit B12 im Prinzip Sachen aufheben. Aber hier ist... War doch nichts, was steht da? Da ist ein Code. 3748. Merken wir uns den? Ja, gell? 3748 3748 offen. Wow, schau dir mal diesen Ort hier an. Der Aufzug da hinten, ich glaube, der ist wichtig. Ich weiß, dass wir nach oben müssen. Gar kein Himmel hier, oder? Hui, oh Gott, wie sieht denn das da unten aus? Was ist hier passiert? Warte, ich erinnere mich, die Außenwelt. Es
fühlt sich an, als wäre ich schon einmal dort gewesen. Ist das der Ort, von dem du kommst? Ich habe jemandem versprochen, dass ich dorthin gehen würde. Nur wem? Diese Postkarte, das Mauerbild wurde nach ihr gemalt. Lass sie uns mitnehmen. Neuen Gegenstand errungen. Warum habe ich diese Erinnerung? Woher kommen sie? Lass uns weitergehen. Also zur ersten Erinnerung. Okay. Wir müssen zu diesem großen Aufzug, richtig? Das scheint ein guter Weg nach draußen zu sein. Erinnerung. Warte, ich erinnere mich. Achso, das ist, was er gesagt hat. Okay. Und gehen wir mal weiter Richtung Aufzug. Aber gibt er mir auch Tipps? Nee. Okay, dann hier rüber. Na. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Was steht da? Sicherheitszone. Hier scheint irgendwas schiefgelaufen zu sein. Aber praktisch, dass sie für Katzen diese... Eimer hingetan haben. Lass mich in Ruhe. Kommen die hier hoch? Wisst ihr, was die mich erinnern? An Half-Life. An diese Facehacker. Da hinten ist eine Maschine am Leben. Die Slums. Angst vor mir. Warum spiele ich jetzt in 16:9? Wieder runter. Treffen. Ja. Sie scheinen ihre eigene Sprache zu haben. Sprachlos-Trophäe. Du bist kein Zork. Wir sind mit deiner Art nicht vertraut. Er ist übrigens ein Wächter. Du bist in unserem Dorf willkommen, solange du niemanden frisst.
Okay. Mit Wächter sprechen. Du siehst verloren aus. Was brauchst du? Okay, man kann auch auf Gegenstände zeigen. Oh, ein Bild von der Außenwelt. Lächerlich. Dieser Aufzug ist außer Betrieb. Jeder weiß, dass es unmöglich ist, diesen Ort zu verlassen. Naja, außer den Außenwäldlern. Aber die sind jetzt alle weg, außer Momo. Momo? Du kannst versuchen, mit ihm zu reden, wenn du willst, aber er hat es aufgegeben, hier rauszukommen. Das ist auch besser so. Er wohnt hoch oben in dem Gebäude mit dem orangefarbenen Neonschild. Ah, okay. Wissen wir, wo wir hin müssen. Drücke nach unten, um B12 um Hilfe zu bitten. Zögere nicht, mich jederzeit zu rufen. Ich bin hier, um zu helfen. Der Wächter hat uns gesagt, wir sollen mit Momo oben in dem großen Gebäude mit dem orangefarbenen Neonschild sprechen. Es ist die einzige Spur, die wir haben, um hier rauszukommen. Okay. Erstmal kratzen. Die schlafen alle. Treffen. Du hast uns einen Schrecken eingejagt. Wir dachten, du wärst ein Zork. Das sind, glaube ich, diese Facehacker, nenne ich sie jetzt mal. Dachtest du wirklich, du könntest den Aufzug nehmen? Ich habe noch nie gesehen, wie das Ding funktioniert und ich werde morgen 374 Jahre alt. Das ist alt. Warum da hochgehen? Das ist doch nichts. Da ist doch nichts. So. Eine Winkelkatze. Okay. Aber zu finden gibt es hier im Moment auch nichts. Was? Übersetzen. Unsere längst verstorbenen Vorfahren, die Weichen, haben uns diese Stadt hinterlassen. Unser Zuhause ist ihr Vermächtnis. Die Weichen, damit sind bestimmt die Menschen gemeint. Ha. Okay. Was haben wir hier? Die alten Geschichten sprechen von natürlichem Licht, das von einem Stern ausging und zu unseren Füßen landete. Dieses Licht verursachte Wärme und Wohlbefinden bei unseren Vorfahren. Es half ihnen zu wachsen. Die Sonne. Nur unsere Vorfahren können diese Farben unterscheiden. Es heißt, dass sie einst die Welt beherrschten. Okay. Schauen wir doch mal. Was haben wir hier am Ball? Hui. Ha! 3 Punkte. Bumkazalaka. Okay. Witzig. Übersetzen. Der Marktplatz. Ich habe kein Geld. Hallo, ich bin der Kaufmann vom Markt. Du gibst mir etwas, ich gebe dir im Austausch auch etwas. So einfach ist das. Das hier ist ein uraltes Relikt, ein Zeugnis für das Talent unserer Vorfahren. Es kostet dich 3 Dosen Energy Drink. Weniger ist nicht drin. Aha. Stromkabel. Das ist ein Satz Stromkabel, das Beste auf dem Markt. Zum Tausch würde ich dafür ein Super Spiritus Reinigungsmittel. Das ist das Beste, was ich tun kann. Notenblatt. Da frage ich mich jetzt, ob man das wirklich unbedingt braucht, um in der Story voranzukommen. Weil ich vermute mal ja. Weil für was sollte man das sonst brauchen? Das hier ist ein Musiknotenblatt, ein meisterhaftes Kunstwerk von einem sehr bekannten Künstler. Es kostet dich eine Dose Energy Drink, weniger ist nicht drin. Okay. Was machst du? Schau dir mal die versteckten Schätze hier im Müll an. Pennies vom Himmel oder wo immer die auch herkommen. Ich sehe nichts. Ich sehe nur Müll.
Wir haben Glück, dass wir diese Gegenstände haben, um uns gegen die Zorgs zu verteidigen. In den Slums gibt es viele Bedrohungen und Vorsorge ist das A und O. Gut, da haben wir jetzt hier wohl erstmal alles. Komme ich hier hin? Schade, ich hätte einen Geheimgang gefunden. Was haben wir hier drüben? Hier komme ich vielleicht hoch. Das ist auch ein Markt, oder? Oh, was haben wir hier? Ja, erstmal schlafen gehen. Wie er guckt. Er scheint ein Musiker zu sein. Also der Controller, der schnurrt. Oh, das kann ich jetzt eine Stunde so liegen lassen, ja. Okay, reicht. Sekundenschlaf. Hallo, ich bin Musiker, ich habe aber keine Songs. Dafür braucht man das Notenblatt, was man kaufen kann. Aber dazu brauche ich eine Dose. Neugier ist der Katze tot. WTF? Meine Steuerung ist invertiert. Mach das wieder weg. Ey, so kann ich nicht laufen. Aber cool. Oh, was ist hier? Geheimnisvolles Passwort des Safes Name. Digicode benutzen. Halt, ich muss erstmal, glaube ich, den Safe da untersuchen. B12 zeigen. Da steht Folge den Zahlen geschrieben, aber es sieht aus wie eine binäre Sprache, eine Abfolge von Nullen und Einsen. Wir müssen diesen Code auf irgendeine Weise entschlüsseln können. Wahrscheinlich hat er was mit dem Safe zu tun. Okay. Okay, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Werden wir dann vielleicht später lösen. Der Zugang zur Kanalisation ist aufgrund der Verbreitung von Zorgs verboten. Bleiben Sie Sicherheit und verlassen Sie nicht die Sicherheitszone. Okay, dann müssen wir bestimmt später auch noch hin. Okay, dann heißt es jetzt nach oben, oder? Vielleicht kommen wir ja hier hoch. Nein. Nicht dahin. Dahin. Was merken? Erstaunlich, die Gefährten haben sich enorm weiterentwickelt. In den Anfängen ahnten ihre einfache KI die menschliche Kunst lediglich nach. Jetzt haben sie ihre ganze eigene. Die Menschen haben oft gesagt, dass es in verzweifelten Situationen wichtig ist, künstlerisch tätig zu sein. Dies sind zweifellos verzweifelte Zeiten. Oh, aber etwas spätere Erinnerung. Können auf jeden Fall noch höher. Was zum Runterschmeißen? Was macht denn ihr hier? Hehe, ich habe eine Idee. Oh, ich kann ihn nicht runterwerfen. Schade. Lass Vapora bitte in Ruhe, sie ist so tollpatschig. Okay, schade, ich kann ihn nicht runterwerfen. Wo ist eigentlich das Schild hin? Also wo ich hin muss? War das nicht hier?
Warte mal, das war doch hier. Über mir, ja. Über mir muss ich hin. Flaschen. Achso, nochmal schlafen. Ich vermute mal, wenn man eine gewisse Zeit schläft, gibt es auch eine Trophäe. Was soll ich mit meiner Kamera heute los? Ich will mal kurz warten. Gucken, ob es eine Trophäe gibt. Ich meine, ich bin jetzt nicht unbedingt auf eine Trophäe aus, aber wenn man eine kriegen kann, warum nicht? Okay, die Kamera geht immer weiter zurück. Mal sehen, wie weit sie zurückgeht. Aber wir sind hier irgendwie unter Erde, kann das sein? Weil man hat keinen Himmel gesehen. Ist im Tiefschlaf. Merkt man auch im Controller, der ist ruhiger geworden. Scheinbar gibt es keine Trophäe. Schade. Hätte ich gedacht. Na gut, ich will aber mal sagen, für YouTube war es das jetzt mit der zweiten Folge. Denn wir haben jetzt wieder eine halbe Stunde fast erreicht. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein, euer Smoker.